Hallo alle zusammen, ich bin der Marc, bin neu hier und wollte mal eine Präsentation halten, wie man zum Kernel contributed. Das ist ein bisschen anders, wie man so kennt von vielleicht GitHub-Repositories, wo man forkt und einfach sich was hochladen kann und dann ein Review bekommt. Das ist ein bisschen eher oldschool vom Prinzip, per E-Mail und per E-Mail-Review und so weiter. Deswegen wollte ich mal zeigen, wie das geht. Die Präsentation kommt eigentlich von mir als praktisch Markdown-Doku, weil ich einen Patch contributed habe vor ein paar Jahren. Habe dann wieder alles vergessen und musste dann nochmal neu lernen. Als ich es dann nochmal machen wollte, dann habe ich mir alles aufgeschrieben und da habe ich gedacht, okay, man kann da auch das auch einfach mal präsentieren, weil wenn man das einmal gemacht hat, dann geht das eigentlich relativ schnell von der Hand. Genau, also warum sollte man sich mit dem Linux-Kernel beschäftigen? Na, also man kann sich natürlich dadurch, dass es Open Source ist, auch ganz tief reingraben und nachschauen, was da eigentlich passiert. Ja. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch den Kernel mal ein bisschen zu tracen und so weiter. Das ist eigentlich eine sehr interessante Geschichte. Hat einer von euch schon mal einen Kernel-Patch geschrieben? Okay, gut, dann zum Glück. Okay, genau. Im Prinzip im Kernel ist ja alles Mögliche drin, Treiber von Hardware, es ist der Core drin, Memory Management und so weiter. Da gucken wir mal ganz kurz drauf, aber auch nicht so arg viel. Für mich, also ich habe so zwei, drei Themen, die für mich interessant sind. Ich habe damals vor langer, langer Zeit Masterarbeit zu K-Probes geschrieben. Das ist so eine Kernel-Tracing-Funktionalität, um so ein bisschen Debugging zu machen und auch Performance Measurements zu machen. Container ist ein großes Thema und da habe ich mir auch ein bisschen rumgefummelt und Bluetooth Low Energy auch so ein bisschen aus Hobby. Ja. Genau, fangen wir erstmal an, ein bisschen die Struktur vom Kernel. Im Prinzip das Interface erstmal vom User lernt, ist einfach System Calls. Ne? Also jedes Programm, das läuft, kann System Calls an den Kernel machen. Beispielsweise gib mir Speicher oder ja, gib mir Speicher, gib mir einen Fork von mir selbst und so weiter. Es gibt definierte System Calls, die stabil gehalten werden. Und unten drunter dann gibt es dann praktisch Systeme, Subsysteme, die dann jeweils einen Service erbringen, zum Beispiel I/O, also File-System-Implementierung oder auch Netzwerktreiber und Netzwerk, andere Treiber, die man sich so denken kann. Dann natürlich tut der Kernel Prozesse schedulen und in einer gewissen Priorität abarbeiten. Da gibt es dann auch verschiedene Scheduler und verschiedene Algorithmen, Memory Management und so weiter. Auch ein wichtiger Aspekt ist ja diese Virtualisierung und Containerisierung, also praktisch, dass man innerhalb seiner Linux-Instanz auch noch virtuelle Umgebung oder Container laufen lassen kann. Und ganz unten drunter ist dann eigentlich der eigentliche Hardware-Code, ja, der ist dann auch relativ gut gekapselt und da sieht man dann auch, dass dann halt auch Assembler geschrieben wird und halt auch wirklich Low-Level auf diese Devices geschrieben wird. Ne? Aber alles oben drüber ja, ist eigentlich relativ gut lesbarer C-Code. Mit ein bisschen Eigenheiten, also ganz viele Makros werden da benutzt, die man sonst eigentlich nicht so benutzt und auch beispielsweise GoTo ist ein Befehl, der benutzt wird, den man sonst eigentlich nicht benutzt. Ja. Genau, und unten drunter ist dann natürlich die Hardware. Auch wichtig, dass der Kernel halt auch aus Modulen besteht. Also man kann Module laden und entladen. Das werden wir auch mal kurz sehen. Ich zeige das mal kurz. Und da hat man eigentlich einen relativ guten Weg, um da mal ein bisschen zu experimentieren. Genau, ein bisschen die Struktur vom Kernel Source Code mal angucken. Ich habe das hier mal offen. Kann man das lesen? Ja, machen wir es mal so. Genau, also prinzipiell unter dem, also das ist jetzt genau, das ist der Hauptzweig vom Kernel. Wir sehen, da gibt es natürlich Pfade wie Documentation, es gibt Samples und so weiter. Ein großer Bereich ist Kernel, da werden praktisch da ist der größte, die Main-Implementierung. Wo ich mal drauf gehen wollte und ein bisschen zeigen, ist mal so ein paar, ich wollte mal so ein paar Beispiele zeigen. Also hier zum Beispiel zum Thema Assembler-Code, wenn wir jetzt zum Beispiel mal den ARM als Beispiel nehmen. Dann können wir mal hier kurz drauf springen. Moment, gehen wir hier hin. Genau, also hier zum Beispiel jetzt für den ARM-Prozessor und hier werden wir dann sehen, hier sind da wirklich
Funktionen, die wirklich dann low-level auf Register zugreifen und dann wirklich ganz tief in diese ARM-Architektur. Ne? Hier sehen wir die Register des ARM-Prozessors, die benutzt werden und so weiter. Die kommen später auch nochmal in meinem Beispiel, da können wir auch nochmal kurz drauf gehen. Ne? Wir sehen immer beim Kernel werden auch immer ganz viele Ifs in den, als Compiler-Flag gesetzt. Also hier werden halt immer Codeblöcke ausgeblendet. Also wenn das jetzt nicht eine ARM-Architektur ist, dann ist der Code eigentlich auch gar nicht existent. Das sind praktische Flags, um zu sehen, was überhaupt aktiv ist. Ja. Und hier sehen wir auch Assembler-Code hier unten zum Beispiel hier. Das ist dann ganz ein Absprung dann in Richtung Assembler hier. Genau. So, das wäre jetzt ein Bereich. Wie gesagt, sehr, sehr, sehr low-level. Ich beschäftige mich damit auch nicht so stark, deswegen kann ich da auch gar nicht so viel sagen. Aber jetzt haben wir mal ein bisschen ein Beispiel für eine bisschen höherwertigere Implementierung. Das ist jetzt hier für Ceph. Das ist das CephFS-File-System-Implementierung hier. Das ist halt wirklich hier mit diesem Bereich kann man dann halt Ceph als File-System ranmounten. Am Ende werden es natürlich Netzwerk-Calls sein, die da gemacht werden, aber das abstrahiert es dann und damit kann ich das halt wie eine normale Platte an das Gerät dran mounten. Ja. Und hier ist der Code schon sehr, also relativ gut lesbar, gut dokumentiert, was sie machen und hier findet man dann auch keinen Assembler-Code oder irgendetwas. Ja. Ich springe immer falsch, ich gehe mal hier rüber. Genau. Genau, was ich noch sagen wollte, ist, es gibt jetzt seit neuestem auch Rust, falls jemand Lust hat, Rust zu programmieren. Sorry. Gibt es hier auch eine Rust-Implementierung? Ich kenne mich aber mit Rust nicht aus, deswegen kann ich da jetzt nicht groß was zu sagen, aber hier gibt es halt auch, also das hat jetzt in den Kernel gefunden, dass man Teile auch in Rust übersetzen kann und nutzen kann. Ja. Hat natürlich einige Vorteile im Memory-Management und so weiter, da muss man nicht so viel drauf achten. Gut, dann wollte ich mal zeigen, genau, wie, wenn ihr jetzt euch was angeschaut habt, ihr habt eine Idee, wie etwas zu verändern, was zu contributen, wie ist denn eigentlich da die Struktur? Ne? Also der Kernel ist relativ hierarchisch. Es gibt andere große Open-Source-Projekte, die sind anders aufgestellt. Da gibt es solche, das ist eher ja, so Technical Committees, da werden Leute gewählt und auch solche Subgruppen gebildet. Na, hier ist es relativ hierarchisch, dass alles ziemlich klar beim Linus liegt. Da gibt es noch ein paar nebendran, wie den Steven Rothwell für den Next-Bereich. Es gibt noch den alten Bereich und so weiter. Aber was man sagen muss, es gibt immer Maintainer und die sind definiert. Es gibt eine Maintainer-Datei und da steht drin, welcher Bereich von wem maintained wird. Ja? Und dann unten, das heißt, wenn man in einem Bereich, keine Ahnung, Memory Management zum Beispiel was entwickeln will, dann sind das die Ansprechpartner, die man hat, um irgendwas zu fragen oder halt auch sein Patch hinzuliefern. Also am Ende liefert man sein Patch an die gerade, die da maintain, also Maintainer und aber auch die aktiv dran entwickeln. Das gibt es ein Skript, zeige ich euch auch, wie man das identifizieren kann und dann schickt man per E-Mail dann sein Patch dahin. Dann am Ende, wenn das dann vom Maintainer angenommen wird, gibt er das dann den Linus frei und der holt sich dann die Änderung am Ende und bringt es dann in sein Branch von Linux. Ja. Genau, so ist eigentlich der Weg des Contributens da. Genau, jetzt wollte ich mal kurz zeigen, wieso der Weg ist, wenn man was contributen will. Also erstmal muss man den Kernel-Code auschecken mit Git, alles in Git gemacht. Dauert nur ein bisschen, weil es halt wirklich eine großer Anteil hat. Und gerade wenn man was contributen will, braucht man auch die Historien, kann die nicht weglassen. Also muss man dann halt etwas machen. Man nimmt sich seinen Branch, macht seine Änderung und dann muss man praktisch den Patch, den man gemacht hat, also den Commit, den man gemacht hat, kann man dann einfach in eine Datei verwandeln mit Format Patch. Dann bekommt man eine Patch-Datei und diese Patch-Datei hängt man dann als Attachment an eine E-Mail dran und schickt die dann an die Contributor. Genau. Jetzt wollte ich das mal ein bisschen zeigen, wie das funktioniert. Ich habe dafür mein kleines Beispiel. Das ist jetzt nicht gerade aufregend, aber wir gucken uns das mal an. Also es gibt auch im Kernel eine Samples-Verzeichnis, da liegen Samples und hier ist ein Sample, wie man solche Trace-Punkte in den Kernel setzen kann. Also da,
was da passiert ist. Man definiert zum Beispiel eine Funktion, die exponiert ist vom Kernel. Dann anstelle, dass er diese Funktion anspringt, springt er dann eine Hook-Funktion an, macht dann irgendein Tracing und springt dann eigentlich in die eigentliche Funktion. Und das ist jetzt hier das Beispiel. Ja. Und also hier wird praktisch die Funktion Kernel-Clone aufgerufen. Und dann wird hier praktisch ein Pre- und ein Post-Händler aufgerufen. Aber das wollte ich mal mit euch gerade mal kompilieren und dann mal reinladen. Genau, also hier ist jetzt praktisch ein Kernel-Modul entstanden und jetzt kann ich das hier in den Kernel reinbringen. So, und jetzt bekommt man natürlich das Erste, was passiert, was normal ist, wenn man sich nicht so ganz arg damit auskennt, bekommt man erstmal eine Fehlermeldung. Wir können auch mal in den Kernel-Log reingucken und wir sehen hier Register K-Probe failed. Ne? Also es war sehr erfolgreich, was wir gemacht haben, hat irgendwie nicht funktioniert. Wenn man sich diese Fehlermeldung ankommt, dann findet man die dann auch schön hier drin. Das ist nämlich genau ein Error-Handling-Code, der hier versucht, diesen Probe zu registrieren. Und der Return-Code ist halt eben nicht null und dann ist einfach nur eine allgemeine Fehlermeldung. Es ist fehlgeschlagen, ja, wir wissen nicht genau warum. So, und wenn man da jetzt ein bisschen tiefer reinguckt, dann kann man sich die exponierten Stellen des Kernels anschauen. Das ist ein PROC K-All-Sims, das sind die ganzen Symbole, die der Kernel exponiert. Und wir werden dann feststellen, dass es diesen Kernel-Klon überhaupt gar nicht gibt, ja, weil nämlich mein Kernel zu alt ist und das ist nämlich eine etwas neuere Änderung und dieser syscall, den gibt es gar nicht mehr. Der heißt nämlich ganz anders. So, jetzt gehen wir da nochmal zurück, genau. Also hier sieht man es, damals hieß der underscore do fork und er heißt nicht mehr Kernel-Clone. Ne? Und genau, wenn ich das jetzt umschreibe, das kann man jetzt kurz machen, dann würde ich hier anstelle von Kernel Clone einfach die alte Funktion doFork anspringen. Dann mache ich nochmal schön sauber, baue mir das. So, dann funktioniert auch das Hinzufügen des Moduls und jetzt sehen wir hier, dass diese Probe hineingeladen wurde und wir sehen hier auch, es gibt plötzlich Aufrufe, also der springt hier ab und traced uns was. Ja. Das heißt, das hat jetzt funktioniert. So, jetzt, das wäre jetzt zum Beispiel ein klarer Fall von etwas, wo man schon eine Contribution eigentlich machen könnte. Ne? Wir haben jetzt gesehen, wir haben jetzt ein Beispiel genommen, haben das Beispiel probiert und es hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Und so richtig schön dokumentiert, warum das jetzt nicht funktioniert, was nicht. Es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man da ein kurzes Kommentar reinschreiben könnte, wo man gucken muss, ob das und wo der Kontext ist. Ja. Deswegen habe ich mal kurz das mal vorgeholt hier. Genau. Genau, da habe ich jetzt einfach so ein bisschen Fehlerhandling eingeführt. Also einfach, das ist nämlich der Fehler, das ist dieses -2. Und da könnte man ja einfach reinschreiben und hier noch ein schönes Kommentar reinschreiben, dass man es da sehen kann, dass das Symbol nicht da ist. Ne? Genau. Und der Ablauf jetzt, bin ich ja falsch gesprungen. So, der Ablauf jetzt, um daraus ein Patch zu machen, ist im Endeffekt, also wir haben unseren Branch und jetzt können wir mit Git-Format Patch 1, das ist halt mein letzter Commit, daraus eine sogenannte Patch-Datei machen. Das können wir hier machen. Genau, und dann generiert er hier praktisch den Anhang für die Datei, die wir an die E-Mail dranhängen wollen. Und da steht dann nichts anderes drin wie ein Subject, meine Commit-Message. Wichtig ist auch, dass wir hier so ein Sign-Off machen müssen, sonst nehmen sie es gar nicht an. Und dann hier mein Patch. Ja? So. Jetzt kann man noch ein paar Dinge darauf machen, bevor was abschickt, weil wir sind ja vielleicht nicht ganz sicher, ob wir uns an alles gehalten haben, ob auch alles schön genug ist, dass wir das da jetzt reinstellen wollen. Da gibt es erstmal so eine Art von Linting. Hiermit kann man einfach sein Patch angeben und sagen, check mal den Patch, ob da auch alles passt. Ja, da geht es um die Einrückungen und da geht es darum, ob auch die Kommentare schön sind und so weiter. Ganz normales Linting, das ist halt nur einfach ein Perl-Skript anstelle von irgendeinem anderen Linter und der checkt jetzt diese 12 Zeilen und sagt erstmal keine Error. Ich habe jetzt da jetzt nichts Schlimmes eingebaut, deswegen passt das so. Also das heißt, das Teil wäre jetzt schon mal so weit, um contributed zu werden
Und jetzt muss ich natürlich wissen, an wen will ich es eigentlich schicken. Ja, also ich habe jetzt hier diese Datei und jetzt weiß ich eigentlich nicht, an wen soll ich es jetzt schicken. Also an Linus direkt macht keinen Sinn. Ich muss es an die Maintainer schicken. So, und dann gibt es auch wieder ein Skript. Da kann ich auch wieder den Patch angeben. Und dann sucht er ein bisschen und er sagt mir dann, dass das sind die Kollegen, an denen er es schicken muss. Ja, das sind die Maintainer. Das ist einmal der Maintainer, das sind aber auch die, der guckt dann mit Git Blame, wer hat da in der Nähe Änderungen gemacht oder viele Änderungen gemacht und dann listet er die auf. Ja. So, wenn ich das jetzt contributen will, kann ich einfach mit, da gibt es ein Tool, das heißt Git Sendmail. Jetzt habe ich glaube ich hier, genau, ich habe das, kann das ja mal testweise jetzt mal rausschicken. Genau, ich habe auch hier als Dokumentation kurz gezeigt, wie man das macht. Also hier gibt es dieses Git-E-Mail und dann muss man das natürlich konfigurieren und dann kann man mit Git-Send-Mail das einfach schicken. Hier, das ist natürlich noch schöner, der tut noch automatisch dann diesen Get-Maintainer aufrufen. Das heißt, das kann man natürlich auch manuell machen und die per CC alle dranhängen oder man tut halt natürlich das Skript einfach als Command aufrufen. Ja. So, das mache ich jetzt mal testweise an mich und nicht an irgendjemand anderes. Genau, der schreibt dann auch die Nachricht nochmal an. Und das Passwort würde ich jetzt bestimmt eh falsch eingeben. Oder auch nicht, genau. Dann schickt er die E-Mail raus und ich werde sie dann hier in meiner Inbox finden. Wahrscheinlich hier, genau. Das ist jetzt mal ein Beispiel E-Mail, wie das dann auszusehen hätte. Also es ist ganz einfach nur E-Mail-Adresse und dann hier der Patch dran gehängt. Ja? Genau. Gut, jetzt wollte ich mal mit euch noch kurz eine Contribution durchgehen, wie die so abgelaufen ist, dass man das mal sieht. Und dann wäre ich eigentlich auch schon am Ende. Genau, also ich wollte euch mal zeigen, wie ich sowas identifiziert habe. Ich habe mich ein bisschen mit dem, Containerbereich ein bisschen auseinandergesetzt und geguckt, wie funktionieren Container, wie machen die das. Und da gibt es einen Bereich, das sind diese C-Groups, die tun praktisch den PID-Namensraum rauslösen. Da können halt so Prozesse komplett autark voneinander laufen. Und das ist jetzt hier diese C-Groups-Datei, C-Groups V1. Und als ich da so ein bisschen durchgescrollt habe, ist mir aufgefallen, dass da tatsächlich ein To-Do definiert ist. Hier, und das machen die Contributor auch sehr gerne, wenn sie irgendeinen Bereich haben, wo sie wissen, naja, so richtig schön ist es nicht, da könnt ihr jemand mal drüber gucken, da schreibt dann halt einer einfach mal ein To-Do rein. Ja? Und das ist halt interessant, weil das ja eigentlich ein Bereich ist, wo viele Leute gucken, gerade im C-Group, aber das war dann eben so drin und hier steht einfach, also hier gibt es zwei Memory Allocations, einmal VM-Alloc und einmal K. Das ist, wie groß die PID-Liste ist, entscheidet er da und da sagen die halt, ja, es wäre schöner, wenn man das allgemein fixen könnte, also mit irgendeiner generellen Funktion anstelle von jetzt so einem if mitten in so einem Bereich. Ja. Und das Gute für mich war, da gab es schon eine Funktion, deswegen war das ein sehr, sehr einfacher Fix. Da konnte ich jetzt einfach diesen ganzen Funktionsblock hier rausschmeißen und einfach hier das sogenannte KV-Malloc benutzen anstelle von dem if. Und das ist eigentlich ein relativ easy Teil, einfach diese Funktionsaufrufe zu verändern. Ja. So, das habe ich dann geschickt an die Maintainer davon. Und dann kam praktisch als Antwort Applied. Das ist dann der Maintainer von C-Groups. Der hat gesagt Applied. Und dann ein paar Wochen später hat dann der Maintainer von den C-Groups hat an Linus geschrieben, hier, ich habe hier drei Patches, wie wäre es denn, wenn du die mal nimmst? Und da bin ich dann auch dabei und genau, hier sieht man dann die Änderung. Genau, und am Ende hat es dann der Linus reingepusht, hier hat er den Branch gemerged und hier sehen wir dann auch diese Änderung, die ich da dann am Ende reinbringen konnte. So ist dann eigentlich der ganze Fluss. Ja, und jetzt ist am Ende dann halt im Mainline-Kernel reingeflossen. Ja, was ich sagen will, also man hört ja immer in der Presse oder wie auch immer, wenn der Linus mal schimpft über irgendjemanden und dann ist er manchmal ein bisschen nicht so nett. Aber also das ist für einen einzelnen Entwickler ist es relativ ungefährlich. Ne? Wie gesagt, man redet mit den Maintainern, der wird nicht einen Einzelnen angreifen. Es geht eher darum, wenn da eine ganze Organisation irgendwie Schrott macht oder beziehungsweise einer seiner Maintainer, den er vertraut, irgendetwas gebaut hat, was er nicht so gerne hat. Also als einzelner Contributor wird man nicht irgendwie angegangen oder sowas. Ja, das wäre praktisch der Ablauf.
Genau, ich habe hier alle Links, die ich gebraucht habe, um zu verstehen, wie ich das mache, hier reingeschrieben. Es ist viel zu lesen, deswegen habe ich es mir extra, deswegen habe ich ja die Präsentation, um nicht alles lesen zu müssen. Genau, wenn ihr Lust habt, auch mal etwas zu contributen, könnt ihr mir auch Bescheid sagen. Können wir uns das gemeinsam angucken. Genau.